Hallo und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic, falls ich ein bisschen kaputt klinge. Ich muss euch kurz eine Geschichte erzählen. Also ich war draußen mit ein paar Kumpels und habe ein bisschen Sport gemacht und dann haben wir Fangen gespielt und dann bin ich bei so einer Pipe voll auf den Rücken gefallen. Es ist zum Glück noch, gut will ich jetzt nicht sagen, aber zum Glück noch in Ordnung gegangen. Also es schmerzt zwar immer noch, aber ich merke, dass es besser wird. Aber trotzdem nicht schön. Und naja, ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Gut, aber gehen wir mal weg davon, sondern reden wir mal mit unseren Gefährten. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Es ist aber immer noch seltsam. Warum denn? Das kommt plötzlich. Ich mag dich immer noch sehr. Du musst nichts überstürzen, Wett. Ich laufe nicht davon. Danke. Das kommt viel. Ich weiß, dass ich nicht einfach bin. Oh, da kommt der nächste Kuss direkt. Meine Güte, das geht ja aber schnell. Aber ich liebe euch. Und das muss etwas zählen. Reicht dich auch. Ich habe aber nur gerade einen beschädigten Rücken, also freue ich mich gerade noch nicht so. Aber alles gut. Sorry. Schon besser. Kurz geknackt. Nein, Spaß. Meister, die Erinnerung an den grausamen Kampf gegen Lord Senden sucht mich noch immer heim. Ich durchlebe sie jede Nacht und wache voller Erregung auf. Ich will das feiern. Ich will den Planeten mit den meisten Monden finden und sie alle anheulen. Darf ich mir freinehmen, um jemanden zu finden, mit dem ich gut feiern kann? Ja, mach es einfach. Aber sicher. Ab mit dir. Ich bin schneller weg, als ihr gucken könnt. Bleibt nicht auf, um zu warten. Okay, sie ist ja wirklich komplett weg. Also, sie steht zwar noch hier, aber sie wird wahrscheinlich gleich gehen. Deswegen würde ich Jess auch nicht das nächste Mal mitgehen, sondern wahrscheinlich Pierce oder so. Apropos Pierce, ich rede mal kurz mit dir. Die Pläne für den Angriff auf die Bastion nehmen Gestalt an. Tanido hat die Waffe. Aber die richtige Bewaffnung ist nur der Anfang. Über die Truppenstärke müssen wir uns auch Sorgen machen. Das ist Lorands Aufgabe. Jetzt Captain Lorand. Beziehungen haben mir einen guten Posten auf Balmorra gesichert. Bei den Tarnkommandos werden die Regeln oft etwas freier ausgelegt. Lorand könnte da helfen. Sie ist hübsch und hat es mit Worten. Die Leute mögen sie. Ihr wohl auch. Ein hohes Lob von einem Mann wie euch. Ich zähle nur die Fakten auf. Andere würden noch viel mehr erzählen. Moff Galvan hat einen Narren an Lorand gefressen. Er geht bald in den Ruhestand, könnte uns aber eine Armee geben, wenn ihm danach ist. Ich habe Lorand zu unseren Chancen befragt. Sie glaubt, sie kann den alten Mann überzeugen. Mit ein paar Gefälligkeiten. Was für Gefälligkeiten, bitte? Wieso ist Moff Galvan denn so begeistert von Lorand? Lorand hat als Lieutenant mal einen Abend mit Moff Galvan verbracht. Morgens war sie dann schon Captain. Und das merkt man ihr jetzt an. Sie hat mir tatsächlich befohlen, mich bei ihr zu melden. Dann mache ich das besser mal, was? Es muss einen anderen Weg geben. Moff Galvan hat Ressourcen, aber was er verlangt, ist unmöglich. Die Gefallen, die ich ihm schuldig wäre, gehen weit über jegliches Pflichtgefühl hinaus. Das hat euch noch nie aufgehalten, Captain. Der Alte ist einfach verdorben. Und die Zeit war nicht sehr gut zu ihm. Habt ihr noch mehr Freunde, wenn man das überhaupt nennen kann? Ich bin sicher, Moff Galvan war nicht eure erste Beförderung. Nein, die anderen habe ich mir verdient. Wie jeder gute imperiale Offizier. Ihr wart mal beim Tarnkommando, bevor euch euer neuer Rang zu Kopf gestiegen ist. Erinnert ihr euch? Wir tun, was notwendig ist, um den Auftrag zu erledigen. Manche von uns mehr als andere. Ich kontaktiere Moff Galvan. Es wird Verstärkung da sein, wenn ihr sie benötigt. Ja, das hoffe ich mal. Ich möchte jetzt nicht Lorand sein.
Das war ziemlich hart. Ihr hättet sie nicht zu diesen oh, nein, 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 Gefangenen zwingen sollen. Ach, ich es geht um die Bastion. Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Ja, ich hab falsch. Wir haben noch ein gesagt. Problem. Die Sicherheit. In der Bastion wird es sehr viele Systeme geben. Das Tarnkommando hatte auch einen Mann für diesen Bereich. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich ihn finde. Aber sicher. Ah, Mann, schwer verklickt. Egal. Macht nicht so einen großen Unterschied. Gut, reden wir mal mit Quinn, weil ich habe letztes Mal nicht mit Quinn geredet. Seien Sie gegrüßt. Und das soll sich jetzt ich mal ändern. Ich habe das Schiff während Ihrer Abwesenheit gründlichst gereinigt. Das hoffe ich. Mein Sith Lord, die Holo-Übertragungen von Moff Broisk nehmen zu. Langsam stören sie unsere Arbeit. Alles ist so zusammenhanglos. Ich schätze, dass er wohl unter einer Art von Demenz leidet. Ich habe ihn auf dem Holo. Ich glaube, es bedarf eurer persönlichen Aufmerksamkeit, um die Situation zu retten. Nein, klar. Stellt ihn durch. Hier ist er, mein Sith Lord. Verdrückt habt! Euer neuer Käfig wird kleiner sein und enger, wie ein Sarg. Eine Urne. Ich werde euch in einem Medaillon um den Hals tragen. Er wird nicht aufhören, mein Sith Lord. Er hat nicht mal bemerkt, dass ich ihn auf Bereitschaft gesetzt habe. Drakenwell hat es bewiesen. Mein Ruhm gehört mir. Mir! Ihr seid ein Niemand. Er ist gestört. Er ist einfach ein Idiot. Der Mann hat komplett den Verstand verloren. Wie ich schon sagte. Wo ist mein Blaster? Ich schieße euch ins Gesicht. Eigenhändig. Und nochmal. Drakenwell wird euch nicht retten. Ich könnte Balmora in die Luft jagen. Diesmal jage ich Balmora in die Luft. Moment. Was? Fort? Wo ist er? Da ist ein Sith. Warum habt ihr mich weitergeleitet, Rotschnick? Ich werde euch auch nach Balmora verfrachten. Rotschnick ist sein Kommunikationsoffizier. So läuft das ständig. Rotschnick? Hört man mich? Hört man mich? Ja oder nein? Ich sehe nichts. Ist das defekt? Alter, die Klappe, ihr Idiot. Ihr habt nichts zu sagen. Beruhigt euch endlich, Broisk. Wie könnt ihr es wagen? Wartet! Ihr habt den Admiral befreit! Habt ihr den Verstand verloren? Er nennt mich Admiral Stinkstiefel. Er glaubt wohl, das sei mein wirklicher Rang und Name. Wisst ihr denn nicht, dass er die Schlacht von Talai verloren hat? Broisks erster Kommandoeinsatz, noch vor meiner Geburt. Es war sein Fehler, der es den geflohenen Jedi-Zielen ermöglichte, vor der Bombardierung von Taris zu fliehen. Alte Geschichte. Broisk war noch nicht mal geboren. Er hat die Glory-Raumstation sabotiert. Verflucht nochmal! Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich höre ihn. Er spricht. Das ist auch immer beantwortet. Tödlich, lähmend. Er bedroht das Imperium. Und ihr tut nichts. Ihr seid ein Wahnsinniger. Haltet einfach mal die Klappe. Ihr seid verrückt und müsst mundtot gemacht werden. Man muss euch wegsperren, bevor ihr ernsten Schaden anrichtet. Ihr werdet mich nicht herausfordern. Kämpft gegen diese Plage, Seth. Rettet euch und liefert ihn mir zur Hinrichtung aus. Sofort. Hört ihr? Das ist sinnlos. Beendet die Übertragung, Quinn. Sofort. Er muss ein für alle Mal ausgeschaltet. Ja, am besten wir schalten dich aus. Solange Broisk das Kommando hat, ist das Imperium in großer Gefahr. Ich muss das Oberkommando drängen, etwas wegen ihm zu unternehmen. Tut das, sofort. Das ist eine gute Idee, Quinn. Ich gebe euch Bescheid, wenn sich etwas Neues ergibt. Gut, haben wir diesen Streit auch mal geklärt. Jetzt erstmal beruhigen und ab nach dem Boss. Mir tut zwar immer noch der Rücken weh. Das ist wirklich echt hart. Aber los, ab nach dem Boss. Oh je, ich habe immer noch so viel hier im Lager. Das wollte ich mal aussortieren. So. Ich habe an der Voss-Raumstation angedockt. Dunkelheit, die zum Schweigen bringt, wartet. Zorn, Voss ist eine seltsame Welt. Sowohl das Imperium als auch die Republik kämpfen um die Unterstützung des Planeten im Krieg. Die Voss sind Fremden gegenüber misstrauisch.
und gewähren nur eingeschränkt Zutritt zu ihrem Planeten. Ihr benötigt eine offizielle Genehmigung, um dort landen zu können. Wir haben Darth Zerevin kontaktiert, den Abgesandten, der die Voss zu überzeugen versucht. Er glaubt, dass ihr ihm helfen wollt. Kann man ihm trauen? Was weiß er über mich und meine Mission? Nichts. Helft ihm, wenn ihr es wünscht. Das ist uns egal. Ihr stoßt vielleicht auf Voss, die etwas von eurer Mission wissen. Sie sind machtsensitiv und die Begabtesten unter ihnen haben Zukunftsvisionen. Die Deutung der Voss-Visionen ist manchmal fehlerhaft. Das stimmt. Als das Imperium vor Jahren Voss entdeckte, entsandte der Imperator die Armee, um den Planeten zu belagern. Die Seher vereitelten, was sie als einfachen Eroberungsversuch voraussahen. Aber die Priorität des Imperators war es, einen Voss-Seher als Körper für die Stimme des Imperators gefangen zu nehmen. Und dann ist also die Stimme vom Imperator hier. Dann ist dieser Seher der Beweis, dass Darth Barras nicht der ist, für den er sich ausgibt. Der Zorn wird den Beweis finden. Die wahre Stimme begab sich auf eine Pilgerreise, um mehr über die mächtige Präsenz der dunklen Seite hier auf Voss zu erfahren. Seitdem hat man nichts mehr gehört. Die Stimme ist verstummt. Ihr müsst die Schritte der Stimme verfolgen. Herausfinden, was ihr zugestoßen ist, und sie befreien. Und wenn sie tot ist, was soll ich dann machen? Vielleicht wurde die Stimme getötet. Die Stimme kann nicht sterben. Wenn der Körper des Wirts erlischt, wäre die Essenz des Imperators wieder frei und würde zu uns zurückkehren. Wir können unsere Stimme nicht verlieren. Die Stimme hat einen Voss-Einsiedler namens Madagaru aufgesucht. Für eine Audienz mit Madagaru musste die Stimme Lichtsignale entzünden, die rund um Voska, die Hauptstadt der Voss, verteilt waren. Dieser Einsiedler war der Letzte, der die Stimme gesehen hat. Findet heraus, was er weiß. Schon ein bisschen komisch, dass die Hauptstadt einfach Voska heißt. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ey, dieser Planet, der ist ja wirklich wie die aktuelle Jahreszeit. Das ist ja so geil. Ein schönes Herbstwetter, das ist toll. Das finde ich richtig nice. Gut, wir sollen jetzt hier im Wald irgendein Feuer, also ein Signalfeuer hier anzünden. Ach, guck mal. Haben die extra für uns aufgepoppt. So schnell stirbt man. Das sind doch diese Viecher aus Rudelläufer aus Clone Wars. Yeah, aus dem dritten Film, genau. Episode 3. Ey, die sind ja voll geil. So, einmal entzünden. So, zünde das nördliche Signalfeuer an. Okay, warte. Geh ich mit meinem fetten Bison dahin. Schreit er so rum, Alter. Ganz ruhig, mein kleiner Bison. So. Nur noch ein paar Meters. Ein paar Meters und ein paar Millimeters. Dann passt das schon. Ja, wir kommen näher. Oh, das ist echt. Das ist wirklich der schönste Planet, den wir jemals betreten haben. Also, meiner Meinung nach. Der erste Stelle. Ich hab's gefunden. Und ohne viele Gegner. Bin einfach betreten. So. Bitteschön. Zünde das östliche Signalfeuer an. Okay, wo ist denn das östliche? Oh. Direkt um die Ecke. Wo stehen denn? Ich rede nur noch mit diesem Akzent. Ich mag diesen Akzent. Ich weiß nicht, was ich gerade für einen Akzent rede, aber ich rede ein. Hier hin. Ja, ja, ich sehe es. Oder? Nee, Quatsch, ich bin falsch. Hier irgendwo. Am Baum? Das ist genau hier. Oder hier unten? Ah, da, okay. Jetzt habe ich ein bisschen verwirrt.
Aber ich hab's noch gefunden. Keine Sorge. Ich zünde es an. Oh, was passiert jetzt? Er ist hier. Zeig dich! Oh. Was heißt euch willkommen, Fremdling? Warum wollt ihr Madagaru sprechen? Gebt euch zu erkennen. Wer oder was seid ihr? Beantwortet zunächst meine Frage. Ihr habt um eine Audienz gebeten. Dafür müsst ihr etwas preisgeben. Das ist der Weg der Voss. Verratet mir euer Anliegen. Oder vertraut mir ein Geheimnis an. Sonst endet es hier. Ich fordere euch mein Anliegen. Ich verrate euch, wenn ich suche. Ich habe das Leben eines Feindes verschont. Ja, mach mal das Erste. Ich vertraue euch kein Geheimnis an, aber ich beantworte eure Frage. Madagaru besitzt Informationen, die ich benötige. Ein lohnenswertes Ziel. Madagaru wird euch empfangen. Der Treffpunkt wird enthüllt. Gut, bin ich würdig? Danke. Das sind anscheinend hier die Einwohner. Das sind die Voss. Also der Planet heißt Voss. Die Einwohner heißen Voss. Und die Hauptstadt ist Voska. Ganz weird. Und hier in dieser Höhle ist Madagaru. Nee, Madagaru. So. Was für ein Name. Was sind das denn jetzt für Viecher? Mavor-Beschützer. Also ich nenne sie Rhinoceroses. Weil die sehen aus wie Rhinoceroses. Und ich spreche es extra so aus. Kann ich die nicht einfach skippen? Warte, ich mach Trick 17. Oh mein Gott, ich bin so ein Genius. Alter. Na, da hinten steht er schon. Hier machen wir auch Trick 17. Oh, das wird aber knapp. Ich glaube, das klappt nicht. Oder? Fuck. Vielleicht sollst du mit ihnen direkt reden. Komm bitte. Nein, bis zum Kampf. Wie die so alle an der Seite laufen. Habt ihr das gerade gesehen? Ja, stimmt. Ich wollte wechseln. Ich wollte ja eigentlich Lieutenant. Kann nicht im Kampf gemacht werden. Willst du mich verarschen? Was kann ich denn alles im Kampf nicht machen? Vier, sechs. Gut. So, jetzt nochmal hier drauf drücken. Jawohl. Jawohl. Ich bin Madagaru. Ich erschien beim Signalfeuer und nun erscheine ich hier. Ich erkenne euch. Es war noch jemand hier. Ein Voss, erfüllt von Dunkelheit. So wie ihr. Ich bin beeindruckt. Ihr seid überaus scharfsinnig, Einsiedler. Was glaubt ihr noch über ihn zu wissen? Ich könnte euch einiges verraten. Ihr wisst, dass nichts auf Voss umsonst ist. Bislang habt ihr es vermieden. Doch nun müsst ihr ein Geheimnis teilen. Irgendein Geheimnis. Okay. Ich schone das Leben eines Feindes. Ihr habt die Stimme des Imperators getroffen. Dann mach mal die drei. Der Voss, der euch aufsuchte, war die Verkörperung des Imperators, des Herrschers über das Imperium. Ich verstehe. Ein äußerst gefährliches Wesen. Ihr habt geantwortet. Ich konnte ihm nicht standhalten. Ich habe ihm die Geheimnisse der Voss verraten. Er begab sich zur Kammer des dunklen Herzens in den Albtraumlanden. Ihr müsst ihm folgen. Das ist hoffentlich kein Trick, sonst mache ich dann einen Prank. Es wäre unklug, mich anzulügen. Ihr habt um Rat gebeten. Das dunkle Herz ist jedoch nur den Voss zugänglich. Euer Vorgänger hüllte sich in den Segen der Einheit. Ohne ihn kann ein Fremder das Tor zum dunklen Herz nicht einmal sehen.
Manaxo im Schrein der Heilung kann euch den Segen spenden. Sucht Fadit Ki auf und legt die Voss-Prüfungen ab, um zu ihr zu gelangen. Sag mir noch mehr über den Segen, ich verstehe das noch nicht so ganz. Wozu dient der Segen der Einheit? Er macht das Unsichtbare sichtbar. Manaxo ist die einzige Heilerin, die darin ausgebildet ist. Los, holt den Segen vom Schrein der Heilung. Ich werde euch nach Kräften unterstützen. Respektiert den Weg der Voss. Oder das dunkle Herz bleibt euch verwehrt. Ja, chill, wow. Der geht direkt so weit. Okay, ich wollte nur einen Spaziergang machen. Ja, das wird schon mal wieder. Das denke ich mir auch. Das wird schon wieder. Okay, wo muss man denn überhaupt hin? Hier oben. Der Schrein. Okay.